Also ich mache viel zu wenig. Aber Inverted Classroom bietet gerade die Chance für formatives Assessment, Feedback, immer wieder Feedback zu geben, auch während des Semesters in der Lernsituation. Weil da ist ja Feedback wichtig. Also gerade in der Lernsituation, nicht nur am Ende, da wo es darauf ankommt, dann Feedback zu bekommen, sondern gerade wenn man sich noch im Lernprozess befindet. Und da gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, im Inverted Classroom Feedback zu geben, in der Vorbereitungsphase und in der Präsenzphase. Also vielleicht nicht mal die Präsenzphase, ist natürlich geradezu prädestiniert dafür, Feedback zu geben, weil man durch beispielsweise bei Gruppenarbeiten, beim Rumlaufen und so weiter oder auch in der Gesamtdiskussion stellvertretend sozusagen Feedback geben kann zu bestimmten Leistungen von Studierenden oder Ideen oder Lösungen oder auch Fragen beantworten kann. Das ist natürlich alles Feedback für die Studierenden. Man kann auch Quiz-Tools einsetzen in der Präsenzveranstaltung, um Feedback zu bekommen, auch Feedback von Studierenden in Richtung Lehrenden. Das ist natürlich auch eine wichtige Feedback-Richtung, die immer gerne übersehen wird. Dass man als Lehrender sieht, okay, das wurde überhaupt nicht verstanden aus der Vorbereitung. Da kann man sich auch sehr gut Audience Response Systems einsetzen, um einen Eindruck davon zu bekommen. Und natürlich in der Vorbereitungsphase, da kann man auch sehr gut Feedback nutzen oder anbringen, indem man Quizaufgaben gibt, wo jeder Student Self-Assessment machen kann. Also man kann eine Quizaufgabe machen, bei der jeder Student, jede Studentin prüfen kann, habe ich wirklich alles verstanden oder muss ich vielleicht das ein oder andere Material nochmal anschauen. Und was man natürlich auch machen kann, ist tatsächlich auch Arbeitsergebnisse einsammeln von Studierenden aus der Vorbereitungsphase. Das erhöht auch wieder die Verbindlichkeit. Aber nicht nur, um die Verbindlichkeit zu erhöhen, sondern auch, um Feedback zu geben und eine Rückmeldung zu geben dazu, wie jeder sozusagen performt hat in der Vorbereitung, was aber wiederum aufwendig ist. Deswegen habe ich es bislang wenig gemacht, weil ich in meinen 150-Personen-Veranstaltungen nicht gut jedem Einzelnen Feedback geben kann auf das, was er einreicht an Lösungen und so weiter. Aber vielleicht könnte man da auch sehr gut mit Self-Assessment arbeiten und eben Möglichkeiten, automatisiert Feedback zu geben, indem man Quizaufgaben oder Ähnliches einsetzt.